Ja, moin Leute, euer Zero hier und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fallout 4 im Alles einigermaßen. Überlebensmodus. Oh. Tja, ich glaube schon. Aber das soll uns heute nicht Aufregend ist stören, vergessen. dass wir im Überlebensmodus sind, denn heute Tag wollen wir mal ein war bisschen an einiges los auf unserer einmal. Festung hier bauen. Ihr seht Oh ja. schon, ich habe hier Ja, quasi alles das auseinandergepflückt, kennt man was nicht wahrscheinlich eher nicht gern. festgenagelt war. Oh. Und hier haben wir quasi einen freien Bauplatz. Wir haben mehrere Das freie hier ist ein Bauplätze. Schatz. Auf diesen möchte ich gerne mein Das Haus hier ist auch errichten. so ein Und das hier Traumhaus. wird quasi die So, Werkstatt, immer wo wir wieder uns jetzt neue gerade Sachen befinden. entdeckt. Ich habe mich absichtlich Okay, überladen, um euch eine dann Sache zu bis gleich. zeigen. Und Danke, zwar, dass du nachgefragt hier haben hast. wir eine Werkstatt. Wir passen aufeinander auf. Und die haben Ja. wir schon mal kennengelernt. Hier können wir Sachen bauen. Pipapo. Aber wir können auch hier Sachen lagern. Und zwar Sachen lagern, die auseinandergenommen werden sollen für Rohstoffe. So, legen wir jetzt zum Beispiel hier Patronen rein. Sind diese Patronen natürlich auch hier? Das heißt, die Werkbänke sind zusammen verbunden, aber nur die Siedlung und nicht alle Siedlungen. Das heißt, jede Siedlung hat ihre eigene, ja, Transferbox sozusagen. Und als allererstes platzieren wir gerne mal die ganzen Müll von uns, den wir nicht brauchen, wie das Aluminium. Alles, was wir nicht brauchen, kann weg. Weg, Knochen kann auch weg. Beton. Bierflasche, Dünger, das kann alles weg, das brauchen wir nicht. Das ist alles, was wir hier reinpacken, ist für unsere Siedlung. Das wollte ich euch nur mal kurz klar machen, deswegen habe ich alles rausgenommen. Außerdem habe ich das nicht nur deswegen rausgenommen, sondern ich möchte ein paar Sachen gerne behalten. Wie zum Beispiel die Handschellen, den Teddy. Ganz wichtig. Kickball können wir reinlegen. Klebeband legen wir natürlich rein. Das heißt, jedes Mal, wenn wir zu viel Müll haben, legen wir es alles einfach in unsere Werkstatt und schleppen es nicht mit uns rum. Das wird auf jeden Fall sehr viel Zeit von uns nehmen und sehr viel Last von uns nehmen. Das ist das Gute an der ganzen Geschichte. So. Ich möchte nur meinen Coca-Cola-Truck nicht weglegen. Den möchte ich gerne behalten. Deswegen bin ich gerade so penibel hier. Apropos behalten. Den Kürbis möchte ich doch. Obwohl, den Kürbis finden wir nochmal. Komm. Eigentlich finden wir alles normal. Außer den Stofftypen hier. Den will ich behalten. Und die Handschellen. Sonst kann eigentlich alles weg. Ne? Spielzeug außerirdischer behalten wir natürlich auch. Ah, Spielzeug-Truck. Ja. Behalten wir. Und die Krallenauge, sag ich schon. Todeskrallenklaue behalten wir selbstverständlich auch. Der Rest kann gerne hier rein. So wie das Vorkriegsgeld, das behalten wir. Und den Rest packen wir dann in unsere eigene Box, die wir gleich herstellen werden. Und zwar gehen wir direkt mal in den Baumodus. In den Baumodus, Dankeschön. Und werden Möbel herstellen. Ihr werdet sehen, ich habe jetzt ein bisschen mehr zur Verfügung an Möbeln. Weil ich habe unendlich viel Sachen gefarmt. Dadurch, dass ich hier die ganze Landschaft auseinandergenommen habe, habe ich so viel Zeug zusammengekriegt. Und da kaufen wir uns doch mal gleich mal hier einen schönen Kasten für unsere Werkstatt. Die passt nämlich schön hier rein. Vom Modell her, guckt euch an, schön rostig, passt hier rein. Zack. Und wir kriegen sogar dafür Erfahrung. Das war doof. Bauen wir es einfach nochmal auf. Warte, wo war's? Möbelbehälter. So. Zack. Gut, das dazu, bevor wir jetzt hier weitermachen und irgendwie Sachen bauen, würde ich doch gerne gucken, was wir. Du kannst helfen oder verschwinden. Du bist an diesen Ort hier gebunden, Kind. Deine Energie. Finde eine Powerrüstung. Ach, ich muss die Powerrüstung hier noch herbringen. Gut, das mache ich dann in der nächsten Folge. Ah! Wusste nicht, dass ich die herbringen muss. Beim letzten Mal hat es auch so funktioniert. Egal. Gut. Machen wir das ein andermal. Wir kümmern uns darum, dass Was? erstmal unser Haus steht. Ich möchte gerne ein Häuschen haben in dieser Siedlung. Und deswegen schleichen wir mal hier, wobei wir müssen ja gar nicht herschleichen. Wir bauen als allererstes mal. Komm. Baumodus, danke. Möbel. Behälter. Haben wir uns mal so. Ja, was wollen wir denn haben? Wir packen uns erstmal wieder so ein Ding hin. Das passt für den Anfang. Es soll ja nur dazu reichen, meine Sachen erstmal da reinzustopfen, ne? So, meine Waffen. Da legen wir jetzt erstmal alles rein. Denn nach dieser Folge werde ich mir das raussuchen, was ich gerne brauche, was ich haben möchte. So.
Wo ist mein Ehering hin? Keine Ahnung, wo mein zweiter Ehering ist. Egal. Habe ich wahrscheinlich verkauft aus Versehen. So, alles, was ich nicht trage, kommt weg. So, meine Hilfsmittel behalten wir noch. Diverses behalten wir auch. Und Schrott behalten wir erstmal auch. So, da kümmern wir uns erstmal um meine Hütte. Das hier wird wahrscheinlich der Eingang sein. Was das hier sein soll, weiß ich nicht. Oder ist das der Eingang? Ach, das ist die Garage. Das soll also die Garage sein. Alter, waren die Autos klein damals. Naja, gucken wir mal, was wir hier basteln können. Na, komm schon, Baumodus. Dankeschön. So, ich fange an mit Strukturen. Strukturen Metall. Will ich ein Metallhaus oder will ich ein Holzhaus? Ich glaube Holz, ist, weil hier sind hier irgendwelche Fertigbauten. Will keiner Holz? Fertighäuser, wer will hier Wände da? Ah, eine schöne Holzwand. So, wir platzieren jetzt mal ein paar Holzwände hier. Oh, das ist doch ganz gut. Level up. Nur fürs Bauen. Das ragt aber über. Das ist nicht so nice. Was haben wir hier noch? Eine Tür. Das ist schon ein bisschen härter, ja? Ein bisschen krasser. Packen hier einfach eine Hütte hin. Das ist natürlich eine gute Idee, Zero, eine Hütte. Es ist natürlich ein bisschen verzwickt, hier alles hinzubauen. Weil das Spiel nicht immer so möchte, wie man will. Ich gerade feststelle. Ja, ganz genau so wollte ich das nicht. Okay, das können wir vergessen. Ach, wir haben hier eine Ecke. Ich kann sogar eine Ecke hinbauen. Aber nee, die sieht scheiße aus. So, was gibt es hier alles für Varianten? Krass. Kann man sich hier Jahre mit beschäftigen. Gibt es nicht noch kleiner oder so? Die Holzwand ist auch krass. Sogar mit einem Schlitz zum Durchgucken. Das machen wir hier. Alter, ich will hier eine Ecke haben. Du willst mich fertig machen, Spiel, oder? Du willst mich fertig machen. Ich verstehe schon. Ich will nicht weiterbauen. Ich will das bis hierhin haben. Okay, ich muss eine Ecke bauen. Ich muss also eine Ecke bauen, ja? Dann kriegst du deine gottverdammte Ecke. Ja, wo ist die Ecke hin? Bist du die Ecke? Nee, du bist nur so ein halbes Ding. Wir hatten dir doch eine Ecke zur Verfügung, oder? Ach, da war sie doch. So, Ecke. Ecke gut, alles gut. Ah, sehr schön. Aber das sollte nicht überragen. Das heißt, ich nehme das Ding hier. Ja, verwerte es halt meinetwegen. Da bleibt ein so ein Ding übrig. Das ist ja lachhaft. Okay, das ist also jetzt meine Hütte. Auch wenn sie... auch wenn wir durch sie durchgucken können. Aber das ist meine Hütte. Also, was haben wir hier noch? Dächer. Habst du das Gefühl, die Wände stehen falsch herum? Nein! Hä? Wie soll man denn so eine Ecke platzieren? Das ist doch keine Ecke. Hüttenwandecke. Am Arsch. Die ist doch dann falsch rum. So. Jetzt gehen wir nämlich auf Dächer. Wieso wird sowas denn außen platziert? Was soll denn das für ein Käse? Das
Das ist doch nicht normal. Das hier ist doch innen. Und das hier ist doch... außen. Ich fühle mich einfach verarscht. So, fertig. Bin gut. Habe ich selber gebaut, Freunde. Habe ich selber gebaut. Sieht das nicht wunderschön aus? Ich glaube schon. Irgendwann hat man einfach keinen Bock mehr auf den Scheiß. So, dann nehmen wir die Truhe. Und jetzt lass mich hier durch. Und platzieren sie schon mal hier. Ich denke mal, das hier ist ein guter Ort für eine Hütte. Für Hütte, sag ich schon, für eine Truhe. Wir könnten sie auch hier oben platzieren lassen. Cool. So. Okay, was haben wir hier noch zur Verfügung? Türen. Welche Tür soll es denn sein, lieber Zero? Eine blaue? Eine rote? Ich glaube blau. Blau ist ganz gut. Zack. So, erste Tür. Zweite Tür. Ich habe drei Türen, oder? Ich habe drei Türen. Ah, es ragt ein bisschen raus. Ich sollte nochmal Böden verlegen, ne? Böden. Metall. Bände. Dächer. Böden. Scheiß drauf. Mein Haus schwebt. Ist es die Truhe? Und die Tür? Scheiß drauf, lassen wir es so stehen. Lassen wir es einfach so stehen. So, Fertighäuser. Ich möchte noch ein kleines Haus hier an der Seite haben. Nur nicht aus Holz. Ich meine, ich habe schon ein Metallhaus. So, Fertighäuser. Eine kleine Hütte nebenan. Kann da so ein kleiner Händler liegen? Passt doch alles nicht hin. Das passt doch. Sehr schön. Dann nehme ich mal dieses Strukturgerät hier und packe das einfach da rein. Ich hoffe, es passt. Es passt. Ja. So. Zack. Und da können wir jetzt an unserer Rüstung basteln. Ich werde die Folge übrigens sowieso schneiden, also das werdet ihr wahrscheinlich schon gemerkt haben. Das kotzt mich hier hinten echt an. Okay, lassen wir es so. Lassen wir es einfach so. Okay. So. Kommen wir zum... Inneren. Wieso geht die Tür nach außen auf? Ah, ich weiß es nicht. Ist mir auch scheißegal. So. Dann gehen wir mal ganz zurück. Dann haben wir hier nämlich Möbel. Gucken wir mal, was haben wir denn so an Möbeln? Regale, Tische, sonstiges, Betten. Ein Bett wäre doch gar nicht mal so schlecht. Aber bitte ein normales Bett. Das gefällt mir, das gefällt mir. Das Haus ist verdammt klein. So, jetzt haben wir hier auch ein Bett drin. Dann gucken wir mal nach... Regale. Haben wir hängende Regale? Ah. So, da packen wir einen hin. Was haben wir hier? Was bist du denn? Zeitschriftenregal. Scheiß von Zeitschriftenregal. Können wir da unsere Zeitschriften reingelegen? Das wäre jetzt mal interessant.
Würdest du da nämlich perfekt hinpassen? Diverses. Du bist spezial. Kannst du nicht einlagern? Okay. Bringt es mir was? Verliere ich dadurch etwas? Verbranntes Walltag. Tattoo. Ah, guckt es euch an, es funktioniert! Kann ich das auch lesen? Nee. Schade. Okay. Okay. Was haben wir hier denn noch? Was können wir noch hier aus unserer Bude rauszaubern? Tische? Brauchen wir einen Tisch? Das ist ein Billardtisch. Eines Tages werde ich mir noch ein besseres Haus bauen, sobald ich das irgendwie begriffen habe. Aber bis dahin muss das hier auf jeden Fall reichen. So, ich nehme mal das Ding. Pack das da in die Ecke. Dann gehen wir mal zurück. Behälter. So, wir brauchen natürlich diverse Behälter, wie zum Beispiel unter meinem Bett. Packen wir mal so einen Koffer hin. Ich habe überhaupt keine Küche, ne? Ist das eine Waage? Ne, das ist ein Safe. Ach, das ist ein Safe. Cool. Okay, den Safe packen wir dann thematisch hier hin. Packen wir all unsere wertvollen Sachen hin, die wir gefunden haben im Laufe der Zeit. Wenn wir ganz viele wertvolle Sachen finden und die können wir dann in die Safe packen, sodass wir wissen, Safe, wertvolle Sachen. So, und auf diesen Regalen werden dann unsere erbeuteten besten Stücke landen. Okay, dann haben wir hier noch Stühle. Brauchen wir Stühle? Muss man sich hier irgendwie hinsetzen bei mir? Weil hier ist so wenig Platz. Dekoration, Freunde. Dekoration. Bodenbelege. Home Sweet Home Matten, ja. So, Home Sweet Home, Freunde. Zum Füße abtreten. Wenn ihr mich besuchen kommt, bitte Füße abtreten. Dankeschön. Packt man das nicht normalerweise außen hin? Aber machen wir hier außen so ein Ding, ne? Boah. Schwebt vielleicht ein bisschen in der Luft, aber... stört ja keinen, oder? Doch, mich stört es. So. Genau, bleibt da unten. Okay, dann Bodenbelege, was haben wir noch? Hier haben wir einen Teppich für mich irgendwo. Oh, platzieren wir mal hier so einen schönen Teppich, ne? Zack. Hier nochmal so ein Teppich. Ne, das ist zu klein. Das ist ein ekliger Teppich, ey. Na, komm. So, was haben wir als nächstes? Wandschmuck. Gemälde. Ich habe einfach mein Haus in die Hand genommen. Kann ich mir kein Gemälde leisten, oder was? Achso. Was haben wir denn da so Schönes? Nö, das ist kacke, das ist kacke, das ist... Oh, ein Kätzchen! Ich will ein Kätzchen haben. Kätzchen haben. Verdammt, meine Wände sind zu krumm. Nee, doch nicht. Es geht. So über dem Bett so ein schönes Kätzchen, das quasi aufgespießt wird. Das ist übrigens keine Rakete, das ist Blut. Ach, noch mehr Kätzchen. Noch mehr Kätzchen. Ja, noch mehr Kätzchen. Wieso verschwindet mein Bild? Bild! So bleiben sie hier. So, hier haben wir ein Elch. Oh Gott, so nah will ich es nicht haben. Danke. Oh Gott. Du bist ein großes Bild. Ich sehe nichts. Hier können wir es nicht platzieren, ne? Vielleicht ein etwas kleineres? Wie kein Hund. Oh, Kätzchen.
Ich werde hier wahnsinnig. Packen wir es hier in die Ecke. So. Okay, was haben wir noch? Wandschmuck, Zeichen. Electrical, Tools. Ah, das ist interessant. Was steht da drauf? Ah, Toiletten. Plumbing? Was ist ein Plumbing? Ah, Keep out. Keep out. Auf die Tür. Geht das auf die Tür? Schade. Packen wir das. So. Unautorisiertes Personal darf hier nicht rein. So, Raider werden auf jeden Fall hier nicht hinkommen. Das packen wir mal dahin. Und das dahin. So. Wann spuck ein Basketballkorb? Cool. Kann man hier sogar Basketball spielen bei mir an der Bude? Ich muss sagen, das ist faszinierend gut. Außer, dass hier wieder nichts funktioniert. Ist zum... Okay. Ist ein kleiner Basketballkorb, damit die Kinder auch spielen können. Ist das? Ist so ein bisschen Luftelektronik. Kann man so Essen platzieren, wenn man will. So. Ich glaube, man kann mehrere Sachen noch freischalten, aber wir haben jetzt nur das hier. Zum Glück. Ein Basketballkorb. Nicht nur, dass die Kinder spielen können, sondern dass der Zero auch spielen kann. Und zwar hier. So. Steht ein bisschen krumm, aber das kriege ich hin. Ich kann das Ding nicht sehen. Wo soll ich wissen, ob es richtig steht? Wenn du wissen willst, ob du richtig stehst, musst du gucken, wo das Licht angeht. Oder wie lief das immer? Ich weiß es nicht. Ich habe das oft nicht geguckt. Nee, ob du wirklich richtig stehst, siehst du, wenn das Licht angeht. So war das. So, jetzt kann man hier Basketball spielen. Ein Eiskühler. Oh, cool. Komm, dann packen wir den Basketballkorb hier mal weg. Und stattdessen packen wir da nämlich einen Kühler hin. Zack. Eine Hundehütte für meinen kleinen Doggy. Ne? Kann man ja mal machen. Das hier ist übrigens irgendwo mein Garten. Ja, hier so. Oh, Doggy. Ist auch mal ein Platz für dich. Haben wir hier eine Milchmaschine, falls der Milchmann mal kommen will. Zack. Und ein Mülleimer für meinen Müll. Und natürlich hier das Haus, ne? Wenn wir ja, da gehören sie hin. Was haben wir hier noch? Ach, den brauche ich nicht. Nuka-Cola darf natürlich nicht fehlen, hier direkt in der Reihe. So, was haben wir noch? Dekoration, Radio. Kannst klicken, ich will kein Radio haben und... Aha. Eine Jukebox. Oh, ich will eine Jukebox. Leider ist drin kein Platz dafür, aber... Beim Arbeiten braucht man etwas, was man da spielen kann. Eine kleine Jukebox hier zum Beispiel hin. Oder hier neben die Tür. Passt auch. So, ein Kinderbett. Brauche ich ein Kinderbett? Ja, falls mein Bro wiederkommt, ne? Falls mein Bro wiederkommt, sollte ich auch ein Kinderbett haben. Ah, ich habe hier zu Hause keinen Platz mehr. Tut mir leid, Bro. Habe ich nichts für dich. Was ist das? Zigarettenautomat. Ja gut, damit alle mal auch mal ein bisschen chillen können, entspannen. Kriegen die auch einen Zigarettenautomaten hier hin. So. Ist so mal, wie die Moral gleich gestiegen ist, weil ich da so ein hübsches Häuschen habe. Unglaublich. So, das war's damit, ne? Energie haben wir hier noch. Wir haben Schutz. Ressourcen, Läden, Herstellung. Okay, gucken wir mal hier in meine Werkstattbank, was wir hier brauchen. Kochherd. Achso, benötigt Rang 2, lokaler Anführer. Oh. Oh, warum? Ich hab das gar nicht alles. Läden. Verkaufsläden, Rüstung, Waffen, Gastronomie, Klinik, Kleidung. Okay, wo packen wir die hin? Direkt hier so mal neben meine Butze. Wäre natürlich nicht schlecht. So, machen wir hier einen kleinen Marktplatz draus.
So, Verkäuferständchen. Leck mich doch. Okay, geht noch nicht. Ressourcen. Essen. Na gut, Freunde, das machen wir dann morgen. Ich werde das gleich noch zusammenschneiden, dass ihr keine 37 Minuten qualvoll zusehen müsst, wie ich ein Haus baue. Da gehörst du aber nicht hin. Hier, wo mein Futter, ne? War das nicht hier irgendwo? Ich weiß gar nicht mehr, wo meine Futterstelle war. Egal, wir werden sie schon wieder finden. Auf jeden Fall sehen wir uns morgen wieder und dann ist meine Power-Rüstung hier. Bis morgen, haut rein, euer Zero. Tschüss.